Herzlich willkommen bei Skipper 360. Ich bin Michael von BlueDoo und wir werden uns in dieser Lektion mit einem Manöver beschäftigen, mit dem wir das Boot in engen Gassen perfekt kontrollieren können, dem Vorhaltemanöver. Schauen wir uns zunächst einmal eine typische Situation an. Wir fahren in eine enge Boxengasse und wollen rückwärts wieder hinausfahren. Beim Abstoppen des Bootes zieht der Radeffekt unser Heck nach Steuerbord. Da das Boot an dieser Stelle keine Fahrt durchs Wasser macht, bleibt ein Rudereinschlag wirkungslos. Schauen wir uns dieses Manöver nun in der Live View an. Wir wollen das Boot in die Boxengasse steuern und in Retourfahrt wieder hinausfahren. Wir sehen, dass wir in der Boxengasse auf der linken Seite hineinfahren. Wir dampfen in den Retourgang ein und bemerken, dass das Heck nach Steuerbord dreht. Da wir an der linken Seite schon sehr knapp an den Booten waren, macht uns diese Drehung zu schaffen. Das Ruderblatt wird nicht angeströmt und das Boot reagiert nicht auf das Ruder. Wir brechen das Manöver ab und fahren mit einem Vorwärtsschub wieder nach vorne. Wir wiederholen das Manöver und werden diesmal das Vorhaltemanöver anwenden. Wir dampfen in den Retourgang ein und drehen das Ruder leicht nach Steuerbord. Man sieht in der Top View sehr schön, wie das Heck vorgehalten wird. Es dreht sich etwas nach Backbord. Nun wirkt der Radeffekt und dreht das Heck wieder zurück. Wir können unser Boot nun bequem aus der Gasse steuern. Schauen wir uns das Vorhaltemanöver nochmals aus Sicht der Bordkamera an. Während wir das Boot abstoppen, lenken wir ein wenig nach Steuerbord und halten das Heck vor. Der Radeffekt dreht es zurück und sobald wir Fahrt aufgenommen haben, wird das Ruder wieder auf Neutralstellung gedreht und das Gas auf Ruderfahrt.